Simon auf Level 32. Ich glaube, es lernt keinen Attack, oder? Das werde ich jetzt wahrscheinlich mit allen Entwicklungen machen. Die werde ich einfach an den Anfang jetzt schneiden. Also, yay, Spam. Heili, Heilöchen, mein Name ist Toxic. So, ich bin jetzt nach einer für mich sehr anstrengenden Offscreen-Session zurück. Die Ergebnisse zeige ich nachher. Ich habe mir erstmal eine Poke-Regelbox geholt, weil wir haben noch nicht gar nichts in der Safari-Zone gefangen. Ist mir aufgefallen. Sollen wir natürlich nachholen. Auf jeden Fall. Ist ja ebenfalls random, was da kommt. Von daher gehen wir einfach in die erste Wiese. Leider zählt es nicht, dass hier verschiedene Safari-Zonen-Abteilungen sind. Wie beispielsweise, wenn man weitergehen würde. Naja, egal, ihr wisst, was ich meine. Hat ihr das Spiel auch schon mal gespielt? What the fuck? Lass mich durch! Nein, ich werde jetzt auf jeden Fall hier unten erstmal das erste Pokémon fangen, was ich sehe. Hoffentlich. Komm schon. Irgendwas Geiles. Bitte, bitte! Da bitte rein. Nein! 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 Warum? Warum? So, da bin ich auch schon wieder, ja. Nach einem kurzen Heulanfall musste ich dann... Nein, war Spaß, ich hab nur kurz Pause gemacht. So, ein paar Offscreen-Ergebnisse. Erstmal ist alles wichtige Level 40. Wally hat nichts gelernt. Mystique hat ebenfalls nichts Neues gelernt. Gucken wir uns mal die Werte an. Das ist vielleicht ganz gut. Boah, diese harte Special Defense ist einfach so geil. Ich hoffe auch, dass du auf jeden Fall bis zur Liga überlebst. Wenn nicht, dann ist dieses Projekt sowieso gelaufen. So. Allein die Spezialdefensive und nicht. Kann man mithalten. Ach, geil. Okay, Satu. Auch nichts wirklich Neues. Hm. Ja. Aber das Ding kann was. So ist das ja nicht. So, scheiße, jetzt habe ich schon gespoilert. Defense ist gut, Attack ist gut und ich habe in der Stadt, wo jetzt dieses Arena ist, unten ist so ein Kampftyp hier und der bringt Dynamic Punch bei und da hier sonst Sandwirbel war, habe ich dann den Dynamic Punch einfach Beach Boy beigebracht, hätte auch noch bei Schlabber geklappt, aber ne, irgendwie wollte ich Schlabber nicht haben. Ich weiß immer noch nicht. Schlabber ist zwar dabei, das Ding kann auch ein bisschen was, aber ist dann irgendwie nicht die Attacken. Naja. Surfer werde ich wahrscheinlich noch vergessen lassen. Dann habe ich den Köter. Es kann einfach nur Bite. Er kann einfach nur Bite. Es ist so die Härte. Und dann Mon Mon hat sich entwickelt, wie man am Anfang dieser Episode sieht. Werte kurz mal gucken. Unglaublich, die Werte sind sogar... Nein, die Werte sind besser als bei dem Schlumpf, das 5 Level höher ist. Obwohl, Attack ist bei Dingens besser. Angriff ist das Einzige, was besser ist, oder? Und Initiative. Ja, und Mon Mon, wenn man das mal hier so vergleicht... Meiner Meinung nach schon bessere Werte, nur der Spezialangriff ist halt sehr hoch, das heißt, irgendwas davon bringt uns nicht. Ich glaube, Twister bringt uns nichts. Ich bin mir nicht sicher. Irgendeine Attacke von denen, ich weiß nicht. Scheiße. Ja, das heißt, wir gehen jetzt in diese Arena. Ohne Wenn und Aber. Wir sind natürlich in dieser Fahrtation gegangen, haben kein neues Pokémon gefangen, so wie man es von mir kennt. So, dann fliegen wir mal kurz. Ich trinke kurz was.
So. Siebte Arena. Moment. Moment, siebte Arena. Ich könnte ein paar Sachen vielleicht verkaufen. Aber ich tue erstmal die ganzen Sachen, die ich sowieso brauche, nach oben. Solar Pops kann ich natürlich auch brauchen. Paralyze hier glaube ich vielleicht nicht. Hyper Potions. Revive die verkaufe ich. Fink könnte ich. Oh ja. Komm, gib her. Ja, Junge, die setzt jetzt einfach alle ein, ist mir scheißegal. Kann auch sagen, was du willst. Mystique. Polystore. Also erstmal werde ich jetzt hier die Revives und so verkaufen. Ist ja leider ein Nuzlocke. Na, Cell. Cell. Wo sind hier die Revives? Revives. Zwei, das. Dann noch zwei Nuggets. Ha, meine Nuggets kriegst du ins Gesicht. Ne? Okay, der war jetzt sehr unnötig. Revival Herb, das bringt natürlich auch nichts. Max Revival, ich habe sogar zwei. Ich will beide verkaufen. Oh nee. Ich hole mir lieber noch was. Aber ein paar Potions. 20 machen wir mal. Nochmal 10. Das sind 30, soll die auf jeden Fall hinkommen. Puh, ha, puh, ha, puh. Rein in die Arena. In die siebte Arena. What the fuck? Was? Seit wann ist die Arena denn so? Holy shit. Was habe ich verpasst? Okay, ich tue erstmal Köter und Monmon nach vorne. Ich würde auch gerne Mystique hier nicht benutzen, weil es könnte eventuell sein, dass hier irgendeine Scheißattacke kommt und da will ich nicht. Nicht irgendeinen Scheiß erleben. So, von daher. Erster Doppelkampf. Monmon und Köter sind vorne. Könnt ihr euch mal zeigen, was die zwei können? Gut, die haben auch nur zwei. Jetzt muss ich mir das Level natürlich erstmal angucken. Okay, ja, das ist in Ordnung. Wenn wir jetzt erstmal das Kadabra vorknöpfen. Ja, Intimidate bringt sowieso nichts. Surfer. Das ist natürlich doof. Future Shot trifft natürlich. Sehr schwer. Der bite jedoch auch. Okay, Critical Hit. So. Das gleiche jetzt nochmal. Water Gun. So, das kill ja auch weg. So, dann einmal XP einstauben. Und damit haben wir den ersten Raum jetzt auch schon geschafft, oder wie? Ja, lol. Ja, lol. Was ist hier? Achso, ja gut, dann gehe ich da noch nicht hin. Ist eigentlich egal. Was ist das hier? Lass mich. Ja, noch ein Doppelkampf. Mache ich doch gerne mit. So, irgendwie glaube ich, dass Köter vielleicht in dieser Arena was weiß. Auch nur vielleicht. Wenn er denn nicht stirbt. Okay, sowohl Girafarik als auch Sato sind gefährlich. Ja, und kein Zoo drauf gehen, das ist natürlich noch gefährlicher. Oh shit! Die bursten aber krass. Wish geht erst in der nächsten Runde. Von daher, Surfer bringt das hier schon um. Ja, oh, XP noch einsacken. Und der Bite. So, dann haben wir den Zeitraum auch schon geschafft. So schlimm ist es noch gar nicht. Also, ich komme noch klar. So, jetzt rechts oder links. Was ist hier? Hä? Erstmal Monmon hier ein bisschen aufheilen. Nehmen wir die Soda Pop einfach. Obwohl, ne, nehmen wir lieber einen Super Potion.
So. So. Dann rein da. Let me see your talent und Tenacious. Irgendwas stand damit. Ein Gentalmann. Und what the fuck? Warum sind die jetzt schwächer? Davon müssen wir jetzt eins besiegen. Das wäre natürlich episch. Würde ich aber recht richtig heftig lachen. So, das Rats ist down. So, dann habt ihr jetzt nur noch das Spoink zu leben, eine Bite und Surf. Monmon ist confused, aber das Surf geht trotzdem durch. Damit haben wir die Raum jetzt auch geschafft, oder was? Die Arena kommt mir irgendwie viel kürzer vor als in den anderen Editionen. Na, ich muss erstmal hier lang. So, das ist noch ein Doppelkampf. Ja, Kyoto und Monmon sehen beide noch sehr gut aus, von daher kann man da auch in den Doppelkampf reingehen. Ist eine Doppelkampf-Arena, weil der Arenaleiter auch ein Doppelkampf ist. Oh mein Gott, der hat gespoilert! Okay, zuerst das Medi, die down kriegen, weil das Ding kann auch Kampfattacken und dagegen ist Köter sehr anfällig. Wenn man so einen Hund schlägt, dann tut er schon weh. Also dem Hund. Ist mir egal, wie viel das im Kill abzieht. Gut, Hälfte und tot. Perfecto Mundo. Monmon 36, das ist wunderschön. Das Killer kann kaum meinen, wie es will. Köter und Monmon werden irgendwie rapen die zwei die Arena durch. Ich glaube, ich lasse die beide von Köter Level 36, das ist auch gut. Eine Level abgekriegt. Hab irgendwie so das im Gefühl, dass ich mich jetzt mit Köter anfreunde und der einfach gleich stirbt. Hä? Achso, so jetzt. Der Köter stirbt noch in dieser Arena. Ich hab's irgendwie so... What the fuck? Ach ne. Muss ich in das andere rein oder was? Okay, Kadabra und... Oh, wohin genau? Nein! Okay, ich glaube, Attacken, die beide treffen, fehlen nicht zu Konter und so. Und Spiegelcape, vor allem Spiegelcape. Weil Surfer ist ja... Wohin genau wird das nicht so wie... What the fuck? Okay, Critical Hit. Ich wollte gerade sagen, what the fuck, Monmon, was los? Was soll ich jetzt machen? Oh, Swagger. Und Lia. Das Ding soll jetzt erstmal schön verwirrt sein. Ja, das machen die jetzt nämlich die ganze Zeit Destiny Bond. Hallo? What the fuck? Oh, Lia. Glück habe ich auch noch andere Attacken hier drauf. Verletzt dich selbst. Okay, beim Safeguard kann ich aber jetzt reingehen, oder? Safeguard, ich meine, jetzt könnte ich eigentlich reingehen, oder? Wenn jetzt einer stirbt oder beide, ich habe keine Ahnung von Destiny Bond, wie das im Doppelkampf funktioniert. Puh, okay, das ist gut. Das ist sehr gut. So. Hat irgendwas abgezogen kriegt? Nee, ne? Oh, dann kann man ruhig da rein. Da kann man ruhig in einen Doppelkampf reingehen. Was denn los hier? Was war da denn los? So, Girafarik und Natu. Ich glaube, Natu geht bei Surfer One-Hit, oder? Sehe ich das falsch? Obwohl Special Defense gut. Special Defense gut. World Special Attack ist auch gut. Schade. Das wäre natürlich richtig episch gewesen, wenn dieses NATO One-Hit von Surfer gegangen wäre. Die wäre schon einen drauf.
Warum machen die alle Future Side? Es bringt nichts, wenn ich euch direkt hole. Den Twister und damit ist das schon genug. Köter braucht noch nicht mal beißen. Ich hätte eigentlich Köterin nennen sollen, ist weiblich, aber das ist mir damals nicht aufgefallen. What the fuck, was ist das jetzt hier? So, cool. Okay, gut, das habe ich jetzt nur damit erreicht. Vielen Dank für die... Vielen Dank für die Blumen. Achso, ich muss hier rein. So, jetzt hoch. Sind wir jetzt direkt schon beim Achim weiter? Ja, sind wir. Tja. Wer die Uhr lesen kann, weiß jetzt, was wohl ist. Erstmal gucken, kurz mal HP, wie es aussieht mit der AP. AP, AP, AP. 17, also Köter braucht nichts. Monmon würde ich gerne was geben. So eine Äther oder sowas, oder wie die Kacke hier heißt. Elixier, Äther. Select Move. Item. Perfekt. PP was restored. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Frag Randomizer Nuzlocke Challenge. Und dann holen wir uns vielleicht den 7. Orden. Oder vielleicht stirbt einfach unser ganzes Team und ich habe sowas von keinen Bock mehr auf diese Nuzlocke Challenge. Und muss dann mit dem ganzen Scheißdreck, den ich in meiner Box habe, umgehen. Viel Spaß. Beim nächsten Mal. Mit eurem Foxy.